Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Armored Long War Season 5. Auf uns wartet hier eine Crash-Site und darum sollte sich mal jemand kümmern. Ja, machen wir das am besten. Bitte mal alles abgeben, vielen Dank. Und ja, in dieser Mission führt uns dann mal Theodor an, damit er wieder ein bisschen Führungserfahrung sammelt, damit er bald, damit er halt irgendwann Field Commander werden kann. Und wir machen weiter mit unserem Programm und nehmen erstmal Leute, die halt ihr Level-Up noch nicht geschafft haben. Beziehungsweise die noch nicht Master Sergeant sind. Ja. Moment. Habe ich Gunner zur Verfügung? Nein. Vielleicht sollte ich noch einen weiteren Gunner befördern. Wäre nicht verkehrt. Auf jeden Fall können wir Gilberto als Scout mitnehmen. Ich würde gerne auch mal Petunia wieder mitnehmen, weil sie könnte mit einer guten Rakete ihre Beförderung schaffen. So, befördern wir den Gunner. Wer von euch sieht nach einem guten Gunner aus? Ich hätte gerne einiges an Mobilität. Und ein bisschen mehr Hitpoints als 3. Na komm, wir machen auch Sebastian hier einen Gunner. So, jo, Gunner. Du bekommst natürlich Holozielen von mir. Ich glaube, du wirst einer mit Shredder-Ammo sein. Dann bekommst du noch Ranger. Gut. So. Dann fehlt mir noch ein Engineer. Da könnte man mal wieder Rashida mitschleppen. Dann haben wir nur noch einen Platz offen. Da fehlt ein Sniper natürlich. Aber wir müssen nicht zwingend einen Sniper mitschleppen. Wir könnten noch Sabir mitnehmen. Der freut sich doch bestimmt auch, wenn er mal wieder rauskommt. Na gut, rüsten wir die Leute hier aus. Theodor bekommt natürlich die Titanrüstung, nicht dass er unnötig verletzt wird. Natürlich gerne die Walker Servos. Backup Medikit ist in Ordnung. Und ein Scope. Sehr schön. Gut. Ning Hong. Für dich habe ich leider nur eine Aegis. Du kannst gerne ein Plasmagewehr mitnehmen. Wo immer sich auch verstecken mag. Hier. Nimmst mir noch das Tarngerät mit. Und gerne noch die Chem Grenades. Genau. So, Navnet. Du schleppst mir eine Aegis mit. Ja, komm, mach. Eine Plasma Storm Gun. Das Leichtgeschütz. Anstelle des Leuchtvisiers vielleicht noch ein Illuminator. Nee, komm, das wäre Verschwendung. Nimmst einen Scope. So, Gilberto. Hier geben wir mal die Erzengelrüstung. Ein Plasmagewehr. Battlescanners Perk hast du bereits, oder? Ja, gut. Dann brauchst du nicht so viele Battlescanner mitschleppen. Und dann nimmst du mir auch noch einen Scope mit. Jo, damit hast du immer noch eine Beweglichkeit von 13. Das ist in Ordnung. Sebastian. Das ist 5 Hitpoints. Rashida hat 7. Du hast 6. Das ist 5. Weißt du was? Nimm eine Schalenrüstung mit. Eine Nova Gun. Gerne Walker Servus, damit du wieder ein bisschen schneller bist. Nimmst mir den Illuminator mit. Wobei, den könnte ich auch einen Scout geben. Wobei, bei dir ist er auch ganz gut aufgehoben wegen Crit und so. Und dann. Vielleicht noch ein Laservisier für zusätzliche Treffsicherheit.
größere Magazine. Einen kognitiven Verstärker. Man weiß es nicht. Nimm die größeren Magazine mit. So, Rashida, du nimmst die Eggs mit. Was haben wir denn sonst noch so für Waffen als Auswahl? Die Stormgun würde ich gerne jemand anderen aufheben. Also nimmst du nur ein Gaussgewehr mit. Das sollte genügen. Dann nimmst du mir noch ein Arcthrower mit. Hier. Zusätzliche Granaten sind in Ordnung. So, Sabir. Schallenrüstung. Schweres Gaussgewehr. Walker Servos. Ein Zielfernrohr. Und von mir aus noch eine Rauchgranate. Man weiß ja nie, wenn man die brauchen könnte. So, Victoria. Du nimmst auch eine Schalenrüstung mit. Ein Plasma Stormgun. Raketen hast du bereits ausgewählt. Da könntest du mir noch den kognitiven Verstärker mitnehmen, damit du definitiv eine höhere Chance hast für deine Beförderung. Jo, und dann können wir langsam aufbrechen. Na dann, los geht's. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Na dann fangen wir mal an. Dieser Einsatz führt uns nach Russland. Das UFO ist in ein dünn besiedeltes Gebiet fernab größerer Siedlungen gestürzt. Wir können die Absturzstelle sichern, ohne die Zivilisten in dem Gebiet zu gefährden. Alles klar. Ja, gehen wir rein und wieder raus. Ohne jegliche Schwierigkeiten, will ich mal hoffen. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Ein ungesicherter Meldcontainer. Das sieht interessant aus. Ich mach mich los. So, du gehst mal hier hin. Theodor, du gehst hier hin. Verstanden, Commander. Auf dem Weg. Na komm, alle rücken mal hier hin auf. Das soll dann soweit passen. In Bewegung. So, und dann warten wir einfach mal eine Runde ab. Wo ist mein anderer Rocket hier? Hier. Na dann. Abwarten. Hören wir uns erstmal an, was uns hier erwartet. Faszinierend. Na dann. Der Meldcontainer wird echt nicht bewacht. Kann ich das riskieren? Da hinten ist noch ein Meldcontainer. Direkt beim UFO. Na dann. Alle vorrücken, wenn ich bitten darf. Im Eilmarsch. Verstanden, los geht's. Rücke auf. Hafnit, du gehst mir mal hier hin. Ziel bestätigt. Und Ning Hong geht ganz mit nach vorne. Es wäre krass, wenn wir hier zwei Meldkanister erbeuten könnten. Ah, da hinten ist ein Gegner. Sehr gut. Sichern wir erstmal das Meld ab. Schauen wir erstmal, wo sich Outsider befinden. Nicht, dass wir die aus Versehen pullen, das wäre ein bisschen uncool. Gut, Sichtschutz geben. Dann rücken wir weiter zum UFO auf.
hier in Position. Aber ab jetzt sehr vorsichtig. Okay. Na komm. Du kannst ein bisschen sprinten. Einen von den beiden würde ich gerne mit nach Hause bringen. Na dann, Steady Weapon. Und Steady Weapon. Und der Rest wartet einfach ab. Nun gut, weiter aufrücken, Leute. Begebe mich auf Position. Ich mach mich los. Bin unterwegs. Boy. Dann überprüfen wir nochmal mit dem Battlescanner hier unseren Rücken. Vielleicht bekommen wir da einen Hinweis auf den Pot, den wir vorhin gehört haben. Nein, hier ist das Schmallen nicht. Nun gut. Position bestätigt. Bin unterwegs. Gut. Steady Weapon. Und Steady Weapon. Fehlt da noch jemand? Ich würde mal sagen, nein. Dann. Overwatch alle. Kuckuck. Oh, noch mehr Meld gibt es hier. Wurde gesichert. Sehr gut. Wir könnten uns direkt um den Kommandopod kümmern. Stehen hier. Das bedeutet, von hier aus dürften wir sie nicht pullen, oder? Genau, gut. Ich mach mich los. Verstanden, Commander. Na komm, rück mal hier hin vor. In Bewegung. Steady Weapon. Steady Weapon. Und abwarten. Das hört sich hinter uns an. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, Gilberto, du pulst mal. Affirmativo. Hallo. Oh, das ist jetzt ein bisschen uncool. Moment. Beginnen wir mal mit einer Schredderrakete. Wenn ich da reingeschossen bekomme. Von hier aus definitiv nicht. Von hier aus vielleicht? Na dann, Rakete raus. Bitte schredder nicht unsere eigenen Leute. Wen hast du geschreddert? Bist du geschreddert? Nein. Aber dafür bist du geschreddert. Hast zwar keinen Schaden genommen. Nahkampfspezialist. Na super. Mal hier rüber. So. Wo sind meine Granaten? Hier. Bin dran. Schalten wir erstmal den hier aus. Vielleicht kommen wir auch komplett ohne Outsider nach Hause. Ist ja halb so wild. Gut, der hat keine Deckung mehr.
mal sagen, Feuer frei. Daneben. Natürlich. Justiere Zielvorrichtung. Theodor, du hast dich bereits bewegt, das ist das Problem. Na dann, Feuer frei. Weg damit. X-Ray neutralisiert. Ja gut, ich glaube, wir müssen ihn mal eine Runde suppressen. Halt ihn unten. Du gehst mir hier hin. Feldposten. 77%. Naja, probiert. War das daneben geschossen? Nein. Ning Hong. Du gehst mal hier hin. Schieß einfach mal. Mal gucken, was dabei herauskommt. Nicht viel. Jetzt kann's böse werden. Oh, hier wird jetzt auch noch ein Mac. Er geht in Deckung. Das finde ich sehr lieb von dir. Affirmativo. Na dann, Feuer frei. Du bist doch noch in Deckung, oder? Ich glaube, du würdest ihn killen, oder? In Bewegung. Probieren wir einfach mal aus. Nein, sehr schön. Dann probieren wir mal eine Gefangennahme. Geh mal hier hin. Im Laufschritt. So, Command. Und Versuch Nummer 1. Setze Ziel fest. Nein, wir müssen ihn wegpusten. Ja, das ist schade, wenn er sich noch bewegt. Hier ist eine Flankierung. Feuer frei, sehr gut. Schade. Geh mal hier hin. Kannst du hier mal steady gehen? Du gehst mir mal hier hin. Gehst mal hier steady. Du gehst hier hin. Was ist ein Feldposten? So, mal gucken, ob jetzt irgendwie ein Pott in uns reingerannt kommt. Wir wissen, dass die hier sind. Und da wir die Outsider getriggert haben. Guck mal, Thin Man. Noch einer. Die kommen jetzt einzeln, oder wie? Da hinten stehen noch zwei. Hier und hier. Spiel? Ach nö. Ach doch. War ein merkwürdiger Move. Wollt ihr euch wirklich auf einen Haufen stellen? Ihr seid ja nette Leute. Krieg ich da in euch eine Rakete geschossen? Oh ja. Na dann, Rakete raus. Victoria braucht Kills. Leider kein einziger Kill dabei. Schade. Na komm, geh mal hier hin. Und kill mal den da. Sehr gut. Jetzt ist mir schon mal einer. Theodor, du rückst mal hier hin auf. Dann killst du mir den hier. Sehr gut. Wobei Theodor braucht hier die wenigsten Kills. Okay. So, du killst mir bitte den da. Erledigt. Naja, diese Sinmen waren ja auch selten dämlich, ne? Aber ich glaube, die KI hat so reagiert aus dem einfachen Grund, weil, wie soll ich sagen, sonst hätte sich das Spiel aufgehangen. Deswegen haben die halt so einen wirren Move gemacht.
So einen kaum nachvollziehbaren. Bin unterwegs. Nun gut, Navnet, rück mal hier hin vor. Da siehst du nichts. Ning Hong, du gehst mal hier hin. Und gönnst uns hier mal eine Rauchgranate. Hier in halber Deckung. Nun gut. Dann haben wir nur noch Gilberto übrig. Der hier hingeht. Feldposten. Wie viele sind denn noch übrig? Zwei? Einer? Zwei. Reflexschuss? Ich hoffe tödlich. Nein. Jetzt könnte jemand sterben. Oh oh. Sie kommen über die Seite. Oh oh. Au. Oh nein. Mach keinen Quatsch. Kommt Leute, pustet ihn weg. Oh nein. Das ist doch Riesenkacke. Sie kommen über die Seite. Oh nein. Ah gut, die haben sich abgewechselt. Oh, du regenerierst Gesundheit. Finde ich ja sehr nett von dir. Gut. Probieren wir es nochmal mit einer Rakete. 2,8 Abweichung, aber das ist in Ordnung. Na komm, ein Kill bitte für dich. Nein, nicht mal die Deckung hat einen Kratzer bekommen. Du triffst dich mal hier mit dem Dog. So leid es mir tut. Dog, hier bitte einmal verarzten. Hast du ein Glück gehabt? Ah, das war abzusehen, dieser kleine taktische Fehler, den ich mir da erlaubt habe. Nicht bewegen, das wird wieder. Aber hätten die Overwatches getroffen, hast du vielleicht keinen Schaden genommen. Nun gut. Wo ist mein Grenadier? Hier hinten. Ich glaube, in dieser Runde müssen wir sie killen. Fabian, geh mal hier nach vorne. Dann kann Rush wieder mal nach vorne gehen und Deckung wegsprengen. Gut, weg mit der Deckung. Gut. Kill für dich. Na komm, kill den da vorne. So. Dann gönnst du dir hier definitiv Holo-Zielen. Beziehungsweise uns. 80%. Nee, du killst ihn selbst. Ist in Ordnung. Damit können wir arbeiten. Steady Weapon. Nachladen. Und Feldposten. So, wo ist der letzte Pot? Da drüben. Nun gut, die Frage ist, wollen wir den letzten Pot jagen gehen? Lass dich bitte komplett hochheilen. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, Victoria, du gehst mal hier hin. Du hast keine Raketen mehr, finde ich schade. Geh mal hier rüber. Ach verdammt, ich wollte noch dem letzten Meld hinterher rennen. Egal. Weapon. Alles wieder im grünen Bereich. Alles wieder im grünen Bereich. Hier gerne mal einen Feldposten. Packen wir's an. Na dann kommt mal ran, Leute. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und ja, wir stehen hier in einer unterlegenen Position. Ach, so weit hinten sind die.
Überprüfen wir das mal. Ja, ich hoffe mal, die stehen nicht hier oben. Oh. Hi. Nun gut. Bin unterwegs. Alles klar. Doc, ich bräuchte mal eine Chemgranate weiter vorne. Wie weit kannst du die werfen? Nicht besonders weit. Geh mal hier hin. Nun gut. Verstanden, Kommandant. Ich mach mich los. Also dann, hier einmal Steady Weapon. Verstanden. Ich habe einen Blick. Kommt hier rüber? Nein. Die Frage ist, triggern wir dich? Wenn, ist wahrscheinlich ja, wegen den Drohnen. Dann fangen wir mal mit einer Schrellrakete an. Wenn es sich einrichten ließe? Anscheinend nicht. Da komme ich nicht mehr ran. Schade. Nun gut. Ich wüsste gerne, ob ich die Pulle, wenn ich hier hochgehe. Ist wahrscheinlich ja. Alleine wegen den roten Schilden sehe ich das. Geh mal hier hin. Nun gut. Uns verstecken ist nicht. Dann bleibst du weiterhin steady. Und der Rest fällt durch. Hi. Komm ruhig näher. Das mal Chemgranate auf ihn. Ne, da fehlen noch ein paar Meter. Rücke aus. So, hier steht er ja, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt's eine Schredderrakete hinterher. Gut. Blöd, dass ich jetzt niemanden mit in der Zone habe. Na komm, die Drohnen müssen weg. Und dann Feldposten. Weg. So, jetzt müssen wir einfach nur mal hoffen. Ich hab alles im Blick. Ah, der bewegt sich. Du hast daneben geschossen. Ernsthaft? Na kommt, Leute, pustet ihn weg. Oh, oh. 22% ist eine ganze Menge für einen Sektorport. Und er bereitet. Au. Kann er nochmal schießen? Nee. Er bereitet seinen
Fernkampfangriff vor. Gut. Na, dann gibt es eine konventionelle Rakete hinterher. Bereit für das Feuerwerk. Gut. Theodor, kannst du ein bisschen Schaden auf ihn machen? Du brauchst ihn nicht killen. So, wer bekommt den Kill? Hab nur noch wenig Munition. Victoria vielleicht. Nein, Victoria mag keine Kills. Also wird es höchstwahrscheinlich nichts mit der Beförderung. Der Gottfaser könnte einen Kill gebrauchen. Weil er eine lange Zeit ausfallen wird. Sehr gut. Da hatten wir etwas Glück gehabt. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Danke, Bradford. Weiter. Ich will mal gucken, wie viel von unserer Ausrüstung beschädigt wurde. Aber wir haben gut Beute gemacht. Ja. 22 Tage. Und Rashida wurde befördert. Sehr gut. Ist doch schon mal was. Battlescanner, dichter Rauch. Naja, Mayhem lohnt sich ja nicht wirklich. Muss ich später entscheiden. Weiter. Ein Sektorbot-Wrack für unsere Sammlung. Bisschen kaputtes Zeug, was wir verkaufen können. Eine Nova-Gun und ein Laufgetriebe, das geht in Ordnung. Dann alles reparieren. So, das kaputte Zeug verkaufen. Dann kommen wir wieder auf 60 Credits. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt nochmal zu den Gegenständen und kaufen uns noch ein paar Sachen zum Abfangen. Wie die Zielhilfe. Zweimal. Natürlich auch noch zweimal ausweichen. Gut, bald werden die Cyberdisks-Wracks ein bisschen wenig werden, denn wir haben schon lange keine Cyberdisk mehr gesehen. Definitiv können wir jetzt weiter scannen. Starke UFO-Aktivität über Großbritannien. Psi-Training. Jawohl, Jessica und Jeremy haben bestanden. Dann zurück ins Psi-Labor. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Also alle, die ich da wieder reinsetzen könnte, sind noch erschöpft. Haben wir jemand Neues? Vom Psi-Wert her. Misaki vielleicht? Nee, komm, wir warten. Drei Lasergewehre. Moment. Muss mal überprüfen, ob es der richtige Rang ist. Nee, Moment, bei dir kann ich es nicht überprüfen. Das wäre ein Rang zu niedrig. Also machen wir es nicht. Sonst muss ich ja wieder jemanden hochtrainieren auf dieses Level. Und da habe ich ja noch ein paar Freiwillige, die das erledigen müssen. Wie zum Beispiel Fatima, Said und Victoria. Komm schon, Victoria. Sechs Pünktchen. Hättest du den Kill nicht machen können? Eieieiei. Nun gut. Weiter scannen. Was will Asien von uns? Hier. Zwei Wissenschaftler. Nein. Definitiv nicht. Forschen wir mittlerweile? Ah, wir könnten wieder forschen. Dann gehen wir mal auf Plasma-Präzisionswaffen. Sehr gut. Weiter. Jede Menge Zeug wird fertiggestellt. Wunderbar. Weitermachen.
So, jetzt könnten wir mal wieder in die Kaserne gucken. Ob irgendjemand da ist. Ja. Definitiv. Also gut, Adja. Verzerrungsfeld. Und dann noch ein Axel. Ja, was wollen wir? Telekinesefeld. Erzeugt ein unbewegliches Telekinesefeld, das auch während des gegnerischen Zuges anhält. Das Feld verzerrt gegnerische Angriffe. Ein Verteidigungsbonus ist schon mal gut. Psychokinetischer Schlag ist auch gut. Weil er, wie soll ich sagen, Deckung zerstört. Und Pyrokinese ist so unnütz wie ein Kropf. Weil es blockiert einfach nur den Weg. Aber ich würde mal sagen, wir gehen auf das Telekinesefeld. Mehr Verteidigung hört sich doch schon mal gut an, ne? Weiter. 3 Cyberdisks für 45 Credits. Und 2 Ingenieure. Das große Problem an der Sache ist, ich brauche die Cyberdisks für meine Booster. Aber 45 Credits und 2 Ingenieure ist ein guter Preis. Aber nein. Südafrika, wie schaut es eigentlich bei euch mit der Panik aus? Ja klar, gut, machen wir. Und das kommt von Russland. Na komm, wir machen es aus dem einfachen Grund. Weil Russland noch hier ein bisschen was aufbauen muss. Mein Satellit ist noch nicht bereit. Nein, hätte mich auch gewundert. Kaserne. Wie sieht denn der neue aus? Alexander Detbold Bukharov. Na gut. Ein weiterer Stabsgefreiter, den wir hochtrainieren müssen. Was soll's. Naja, müssen wir gar nichts, aber ich würde es doch gerne machen. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Und wir brauchen permanent 5 Lasergewehre. Na komm, bauen wir erstmal dich. Wenn wieder Geld reinkommt, dann bauen wir das nächste. Denn wenn unsere Base wieder überfallen wird. Oh, raten Sie mal von wem. Eine Ratsmission. Beschaffung. Einer unserer Aufklärungshubschrauber, der französische Luftwege überwachte, wurde offenbar abgeschossen. Wir haben noch keine genauen Informationen. Wir konnten das Wrack auswendig machen, aber noch keinen Kontakt mit der Besatzung aufnehmen. Wir gehen davon aus, dass sie nicht überlebt hat. Sichern Sie die Absturzstelle und schalten Sie alle Feindkräfte in diesem Gebiet aus. Nun gut, das wird dann unsere nächste Mission. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.